Grüße in dem Namen Jesus Christus und ich wünsche jedem Gottes Segen. Ich will die Verse lesen aus Römer Kapitel 16, 21 bis 27. Wo das so sein wird. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter und Lucius und Jason und Sosipater, mein Verwandten. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Es grüßt euch Jagus, mein und der ganzen Gemeinde Wirt. Es grüßt euch Erastus, der Schatzmeister der Stadt, und Quartus, der Bruder. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christi sei mit euch allen. Amen. Dem aber, der es stärken kann, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zur Gehorsam des Glaubens unter allen Heiden. Dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Wir können Timotheus den Sehen von Paulus im Glauben. Wir sind früher Mitarbeiter wir. Wir wollten über Lucius bloß, dort heißt es Paulus ein jüdischer Herkunft wir. Da kann sein, dass wir diesen Jason all einmal eier begehen sind, zum Beispiel in der Apostelgeschichte 17 und diesen Sosipater in der Apostelgeschichte 20. Wahrscheinlich werden da beides auch Jüden. Tertius, der wird derjenige, der dem Paulus diesen Brief hier geschrieben hat, und er nimmt sich hier diese Freiheit und der auch die Reise damit nennen. Wir fingen mindestens 4 Männer mit dem Namen Jaius im Neuen Testament. Dieser hier ist wahrscheinlich der Salier 1. Korinther 1. Er wird für seine Gastfreundschaft bekannt, also er den Menschen abnehmen, nicht bloß jenen über den Paulus, sondern auch jenen über andere Christen, die durchab angewiesen wären. Erastus wie ein Schatzmeister oder ein Staatsverwalter in Korinth, doch ist er auch der Salier, der in der Apostelgeschichte 19, 2. Timotheus Kapitel 4 genannt ist. Des Quartus, der wird hier bloß als ein Bruder genannt, aber wird von ihr erst hat vor allem ein Bruder Paulus genannt worden im Herrn. Die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus sei mit euch allem. Also dort wir, das ist ein typischer Schlusssegen von Paulus. Also er grüßt dann immer und wünscht an diesen Segen mit. Und du ich habe auch lehren, dass wir uns amtlich den Segen von Jesus Christus mitgeben. Das Brief schlitt mit einem Loben und Preisen, der ist an Gott gerecht, der dort mählich merkt sein Volk in Übereinstimmung mit dem von Paulus verkündigten Evangelium, dort er von meinem Evangelium, sagte Nanendet, vollstohlen zu loten. Der Ausdruck mein Evangelium, das bedient ja nicht, dass er mehr erwiesen zu der Radung. Paulus war das Evangelium jedoch und dieser Heidenapostel unvertraut. Während zum Beispiel Petrus das den Juden predigt hat. Da handelt sich hier um diese ganz öffentliche Verkündigung von der Botschaft von Jesus Christus. Sie betraf die Offenbarung von der wunderbaren Wahrheit, die von der ewigen Tiden her verschweigen wir, sagt die Bibel. Ein Geheimnis im Neuen Testament ist eine Wahrheit, die vorher nicht bekannt wir oder es, in der der menschliche Jesus von sich nicht mal entdecken können, euer, der von Gott offenbar wird. Das Geheimnis, von dem hier geredet wird, ist die Wahrheit, der gläubige Juden und Heiden zu einem gemeinsamen Urf gemerkt worden, zu Glieder und einen selben Körper und ein Leib, sagt er. Dass wir teilhaftig sind an diese Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Und dort ist nun geoffenbart worden durch die Schriften von den Propheten. Nicht die Propheten vom Alten Testament, sondern von den Neuen Testamenten, der Schriften. Das Alte Testament wird diese Wahrheit noch anbekannt. Doch sie ist in diesen prophetischen Schriften von dem Neuen Testament geoffenbart worden. Lesen wir auch in Epheser Kapitel 2, 20. Hier geht es um die Botschaft von dem Evangelium. Gott hat befohlen, dass alle Nationen bekannt gemerkt werden soll, damit alle Menschen den Glauben gehorsam können sein und gerat werden. Bloß Gott allein ist die Qual von der reinen Weisheit und angehierte Herrlichkeit durch Jesus Christus, unseren Mädler, in alle Ewigkeit. Und so schlitt er diesen Brief auf. Wo hier stehen wir hier in Gottes Ehren in diesem Brief an wie du und denken? Und wo arm wird wir sein, ohne diesen Jesus. Also er sagt hier,
diesen Gehorsam, diesen Glauben, dass Gott loben, dafür, dass wir würdig geachtet sind, in das Leben, wo wir sind, wir in der Rückgerate sind. Und das ist auch mein Wunsch und Gebet, dass wir durch diesen Brief sind mitgemacht worden, mehr für Christus durch seinen Arm zu deinen und Arm zu verherrlichen. Weil wir noch zu beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für die Rade, die du für uns gebracht hast auf Golgatha. Danke, dass du dein Leben gehst, damit wir können leben. Willst du helfen, dass wir auch für die Leben ein Segen sind auf dieser Erde und dass mehr Menschen auch geraten werden. Danke dafür, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.